Das ist jetzt so insane. Weil die schießen auf mich, ne? Obwohl. Hä? Die Polizisten hier, die Stadtpolizisten, die schießen ja später noch auf den Dächern und so. Ja, der hier. Ist ja lächerlich, wenn man dann schon am Anfang fängt, ne? Ja. Du hast recht, diese Verfolgungsjagd ist wirklich lang. Ach, guck mal, Löschlampenzeit. Asche? Asche? Asche, ich brauch mehr Asche. Ich hab ernsthaft so beim ersten Mal durchspringen gedacht, ich kann den schon. Deshalb, ich hab mir das auch dann gedacht, ja. Also beim ersten Mal. Das ist die günstige Stelle, aber ja. Erstmal dachte ich, oh, okay, jetzt hätte ich meine. Okay, doch nicht. Ach, das ist ein Ja. Lauf, spring. Oh. Nee. Hm. Zählt aber nicht, was du gesagt hast. Oder ist gerade der eigene Dummheit? Ja. Jetzt wissen wir, warum sie dich verfolgen, weil du aufs Auto gefallen bist. Ja. Sachbeschädigung. Schurter! Wackel für Handtag! Schurter! Wackel! Wackel für Handtag! Das ist so schön, wie diese Schlauchdinger hier presst, ja. Ich muss kaum was Kurskorrektur vornehmen. Da merkt man auch schon, dass sie mit der Kamera wirklich ein bisschen umgetrickst haben. Auch gerade beim Auto hat die Kamera mich ja regelrecht davor geschoben. Damit es so kommt, wie es kommt. Ja, da habe ich auch gedacht, das war's beim ersten Mal. Weil ich da schon eingreifen konnte. Und ganz ehrlich, das, was die hier als Sprinten verkaufen wollen, kommt auch nicht so wirklich mega schnell rüber. Naja, ich meine, der Rest vom Spiel ist ja ein bisschen träger. Verdammt! Überraschung, Arschloch! Ey, ist okay, man sieht es nicht wirklich jetzt sprinten so richtig an, aber ich glaube, es hätte jetzt auch nicht so viel genutzt, wenn man so ein bisschen Geschwindigkeitsstreifen Mist gesehen hätte. Und, Jason Bond! So weit! Noch ein Grund, warum sie das machen. Nicht drauf hat, ne? Entschuldigung. Kann der jetzt so schnell dahin?
Was ist so lang? So, ich provoziere. Sehr schön. Na los, Talbot, das wird langweilig. Hat er irgendwie recht? Hat er jetzt geguckt? Und gefordert! Schulter! Hallo, Schulter! Besser knackt! Hier! Na los, Talbot, das wird langweilig! Ja, siehst du, die schießen noch nicht. Ich bin auch nicht. Du hängst dir nur mal hinterher, ne? Bist das leicht? Sieht so aus. Schieß doch mal hier, mich hat schon schwer hier. Also, du liegst doch. Das war's. Da wäre ein normaler Mensch schon bewusstlos. Na los! Der hat auch so ein Halsband vom Kopf gekriegt. Na. Ja, die. Was der Bachefelle? Felle Hummus? Was ist denn der Sprung? Fand ich jetzt auch krass. Erkennen Sie mich? Ramses. Sie sollte mir danken, mein Freund. Ah. Stimmt. Danke. Wirklich? Die englische Dame wollte, dass ich sie loswerde. Aber ich bin ein Guter. Ich habe ihr Leben gerettet. Und jetzt bin ich der einzige Freund, den sie haben. Aha. Und jetzt meinen Sie, dass ich Ihnen was schulde, oder? Sehr schlau. Gefällt mir. Sie verstehen sehr schnell. Es ist eine einfache Frage. Iram, die Säulenstadt. Ja, natürlich. Wo ist sie? Ich weiß es nicht, Mann. Scheißdreck! Und wenn ich es wüsste, wäre mein Leben nicht viel wert, sobald ich es Ihnen sage, oder? Eine Beleidigung. Sie sind Pirat? Und ein Geschäftsmann! Ein bisschen Respekt, bitte! Na gut, noch einmal. Wo ist Iram, Nathan? Hey, Sie können mich foltern, wie Sie wollen. Okay. Ich kann nichts erzählen, wenn ich nichts weiß. Möglich. Mal sehen, ob Ihr Freund vielleicht gesprächiger ist. Was? Wer? Ihr Freund. Victor Sullivan? Ich will das nicht tun. In seinem Alter kann das so viel für ihn sein. Halt! Nein, nein, nein. Sie lassen mir keine Wahl. Vielleicht hängt Ihr Freund etwas mehr an seinem Leben. Halt! Lassen Sie Sully in Ruhe! Tschüss, Nathan! Hört ihr nicht an! Jetzt amüsieren wir uns ein bisschen. Mein Faust. Tja. Entführt. Wirst du uns nicht sagen, was wir wissen wollen, ne? Na, ich sag gleich noch was dazu, wenn ich frei bin. Ich rede mit dir, Junge! Ah, scheiße. Na komm. Du fühlst dich wohl ganz groß, hm? Noch nicht. Ich zeig dir, was hart ist. Ah! Bart! Ja. Attacke! Ich mag euren Kapitän. Herr Mack! Das ist ein sehr leichter Schuh gewesen, anscheinend. Ja, das stimmt.
So, jetzt kann ich euch erzählen. Ich finde es ein bisschen merkwürdig, dass wenn Marlow Sullivan wollte, dass der jetzt, also angeblich, weil Ramirez ist, Ramirez. Keine Ahnung mehr, sondern eine Mexikaner. Ja, Finster? Ja. Nee, halt. Das Nathan ist ein Erlaub, obwohl Marlow die ja selber wollte. Wobei, ich meine, wenn Sullivan schon alles gesagt hat, gerade mit dem machen wir so weit. Alter, was das für ein Riesenbolt, das ist schon ein Traum. Nimm dir einfach mal so locker in die Hand. Alter, ist das ein Feigklapper? Das ist unglaublich, wie viele da fertig haben. Ja. Das Ding jetzt. Was ist das durch? Wie viele sind denn da hinten noch? Bam. Der könnte den Feigklapper machen. Jawohl. Ich. Boah. Das kommt ein lieber Mensch. A Black One! Der sieht aus wie. Scheiße, wo kommst du denn? Wie der Kingpin. Wo bist du? Meinst du? Könnte der nicht auch so zulaufen? Der konnte alles. Der konnte dich mit einer Hand zurückdrücken. Fällt mir gerade einfach so ein Spiel mit Schauspielern von Michael Klopp da. Der ist letztes Jahr gestorben. Der hat auch so einiges gespielt. Den Green Mile zum Beispiel, den John Coffey. Ja. So, und ich denke an dieser Stelle. Pause. Okay. Grüßt euch. Zurück, aufgemuntert mit einer viel weniger depressiven Episode. Stimmt, die hat auch sehr viel mehr Spaß gemacht. Spaß gemacht, stimmt, es war vor allem jetzt. Also, wir sind in einer Stunde durch den ganzen Jemen. Einmal in Jemen. Marschiert. Und ganz woanders hin. Wo auch immer wir uns jetzt befinden. Wahrscheinlich auf einem Schiff. Das glaube ich nicht. Ja, Piratenschiff, das passt nicht. Okay, ich überdenke es nochmal. Ich würde auf dem UFO tippen. Irgendwo im Weltraum zwischen Zombie-Pinguinen und alles. Geklockt haben. Und. Genau, und alaskischen Ninja. Ninjas müssen immer dabei sein. Sibirische Streifenhörnchen sind Haustiere da. In diesem Moment hüpfen 42 Millionen Ninjas hier durch den Raum. Aber es sind Ninjas, deshalb könnte es nicht sehen. Genau. 42 Millionen. Ich habe vielleicht übertrieben, es könnten 39 Millionen sein. Ne, vergiss den da nicht in der Ecke, den sieht man ein bisschen. Das macht eine Million aus. Ja, aber 39 Millionen. Eins. Zombie-Piraten im Weltraum. Lassen wir das, denke ich mal. Es war eine schöne Episode. Das denke ich. Das stimmt. Jetzt was kommt auch meiner Meinung nach ein sehr... Episode 5, oder? Ja. Okay. Meiner Meinung nach einer der schönsten, es wäre dann erst sehen, einer der schönen, am schönsten gestalteten Spielumgebung. Echt, ja? Dieses riesige Gelände, was gleich kommt. Ich will jetzt nicht zu viel verraten, oder? Verraten noch, ganz kurz. Der Schiffsfriedhof. Der Schiffsfriedhof. Okay, aber das, naja, gut, das dauert noch 2 Stunden, oder? Also wir müssen jetzt das erste... Das ist ein großer Abschnitt. Ja, das ist auf jeden Fall richtig. Okay. Ihr werdet sehen, wir werden es wiedersehen. Freuen uns drauf. Und wir werden uns wiedersehen. Ha, gut übergeleitet. Bis zum nächsten Mal. Eure Jungs von Play at Home. Ciao.